ist Jasmin Yüksel und ich bin 20 Jahre alt und besuche zurzeit noch das Gymnasium. Ich bin selber Mitglied im Jungen Rot Basel-Stadt, das ist das Jugendparlament vom Kanton Basel-Stadt und ich bin dort Delegierte vom DSJ, das ist der Dachverband der Schweizer Jugendparlamente. Und dort gibt es immer verschiedene Versammlungen, wo man dann abstimmen kann und dort andere Leute kennenlernen aus der Schweiz. Der Junge Rot ist dafür da, um eine Plattform zu bieten mit verschiedenen Projekten, die wir organisieren, dass Jugendliche im jungen Alter, die noch nicht so viel Mitstimmrecht haben und wirklich berechtigt sind, auch etwas können sagen und einfach aussprechen und wirklich mitbestimmen. Wir bieten einfach eine Plattform. Wir haben im Jungen Rot verschiedene Projekte veranstalten für Jugendliche und dort haben wir unter anderem unsere Meinung zählt, wo eine Jugendsession ist. Die findet einmal im Jahr statt, hier in Basel statt. Und dort haben wir verschiedene Themen ansprechen, wo die Jugendlichen auch vorhaben, entscheiden, also abstimmen, was möchten sie gerne bestimmen. Man muss nicht in einer Partei sein und das ist uns auch ganz wichtig. Man ist zwar als Person dort und kann vielleicht eine bestimmte Richtung vertreten, aber es geht uns wirklich in allererster Linie darum, dass wir das anbieten können und dafür muss man nicht in einer Partei sein. Mich hat es dann ziemlich angezogen, weil ich finde, dass ich mich gerne dafür einsetzen würde, die Politik der Jugendlichen näher zu bringen. Leute, die in der Lehre sind oder jüngere Leute, sollen vielleicht bei sich selber auch das probieren, zu finden, ob sie das Thema wirklich anspricht oder nicht. Sie können sich aktiv mit dem Thema befassen, also im Internet recherchieren. Am besten für Schüler und Schülerinnen direkt zu Lehrern gehen, weil Lehrer wissen auch viel Bescheid und die können einem auch helfen. Die kennen auch verschiedene Plattformen oder verschiedene Projekte, die es auch gibt. Ich glaube, so das allgemeine Problem für mich persönlich, in meinen Augen, ist, dass das Stimmalter erst ab 18 ist und dass es einfach noch zu wenig Plattformen wie zum Beispiel der Junge Rot gibt, wo den jungen Leuten das anbieten kann, die Mitbestimmung können wirklich zu fördern.